Nein, ist ja nicht. Schade eigentlich. Man kennt man, jeder hat so eine kleine brutale Ader. Glaub mal wieder Metal Gear Rising spielen. Ein bisschen abreagieren. Als Sackstücke. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das Spiel auf PS3, auf 360 und auf PC durchgezockt. Das war vielleicht ein bisschen viel. Oh, was man machen? Auf PS3 ausgeliehen, auf Xbox 360 gekauft, und als ich mir quasi die Xbox 360 dann ausgedient hatte, habe ich es mir halt auf Steam gekauft. Und da auch nochmal durchgezockt, inklusive DLCs. Hm. Man beginnt hier echt vielen Archern und selber, also zumindest von Starts her, Klasse her. Mal die aus dem Weg räumen. Und mittlerweile sind wir bei Folge 4. Wie langsam vonstatten, als ich eine Wartung hatte. Irgendwie. Egal. Persönlich nehme auch lieber im Stream auf, aber wenn da sowieso keiner kommen würde, wäre halt ein bisschen doof. Da kann ich das auch gleich so auf standardmäßig aufnehmen. Wobei im Stream halt direkt noch auf Fragen und sowas eingehen könnte. Was halt natürlich schon wieder mal vorteilhaft ist. Nö. Ich hab Standbild. Ah, jetzt. Okay, ich hoffe, das wäre jetzt nicht zu doll in der Aufnahme. Kann sein, dass ich ein Kabel bekommen bin oder so. Aber mein Screen ist gerade voll überbelichtet. Seite von da. So, dann haben wir nächsten Quans. Ich überlege gerade, ob ich hiermit zumindest nochmal nicht bei Skatasch investieren sollte, sondern oder also hierbei. Oh. Das ist praktisch. In 2 Tagen habe ich hier wieder die Logins weg voll. Das müsste heißen 20? Es könnten 20 Quarz dann sein. Und das bietet sich ja schon mal wieder an.
Das passt dann, ja, habe ich übermorgen schon wieder. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ich stehe halt gerade echt auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Oh meine Fresse, wieso ist das jetzt hart, so hart überbelichtet? War das schon vorher schon so? Ist mir das nicht aufgefallen? Wow. The fuck, man. Also ich sag mal so, ihr seht davon nichts. Mir fällt es halt irgendwie auf. Und stört mich nicht. Ich hab's gern, wenn das Spiel ein bisschen heller ist. Das soll halt natürlich nicht gleich direkt so aussehen wie nach einer Atomexplosion. Also komplett verstrahlt. Kappa. Meines Wissens nach gibt es einen Heroic Spirit mit dem Schild. Also in erster Linie mit dem Schild. Allerdings habe ich noch ein zweiter eine Möglichkeit dazu. Muss wohl Perso es gewesen sein. Und hier bin ich mal nicht. Zumindest laut Wiki hat er die Möglichkeit dazu. Ganz praktisch, wenn ich das mit der Tastatur machen könnte. Also das funktioniert leider nicht. Und klar kriegt sie da mehr ab. Ach fuck. Hat der Goris Hassan da noch eine Arztkarte reingekriegt? Hauptsache quittet sie halt schon wieder. Und schon wieder. Thema Quits passieren ja nicht so oft. Kommt auch an, wo man herkommt, ne? Quits Star Generation. Okay, da habe ich Quit Gain, das andere ist Quit Damage. Sie schon mal raus. Auf dem Privataccount mit Ruler war das ja viel einfacher. Kommt. Moment, was ist das jetzt? Kürzer Gain per Turn. Ich meine, die haben nicht so einen guten Star Gain. Leider. Rein theoretisch, ich kann theoretisch immer noch drei Commands jetzt rausdonnern. Ich will nicht, wie viel Parts mache ich eigentlich? Ich gehe davon aus, dass Mitte Dezember das Event startet, also das Weihnachts-Event. Brauche ich ab quasi nächsten Part noch mindestens 6 Parts, ne? Oder? 12 Tage? 6 bis 7 Parts, okay. Okay, ich hoffe mal, es wird jetzt was. Oh, danke. Gut, gepasst. Ist auch schön eine Endphase, sag ich schon.
Wenn das so ist, ist mal Crit Rate zurückzugeben. Und wo muss ich jetzt so gehen? Die haben beide die Welt drauf und da. So, dir, da und Duff. Und das war dumm. Das war richtig dumm. Hätte ich andersrum machen sollen. Denn das ist jetzt, glaube ich, keine Nobel Phantasmenschein. Aber schön, dass man es mal gezeigt hat, was passiert, wenn man es verkackt. Was heißt, was passiert? Ist jetzt auch nicht so passiert, aber... Na. Der müsste auch bis 100 Charge haben, oder? Ja. Wenn man Nobel Phantasm Level 5... wer ist denn nicht? Oder war es einfach so Damage? Ich habe gesehen 80.000, aber ich weiß nicht mehr, wie viel HP sie davor hatte. Ihr werdet es ja wissen, wenn ihr aufgepasst habt. Bzw. ihr könnt nochmal zurückspulen. Ja, nicht. Ja, ein Vorteil. Das ist für mich der einzige Vorteil, wenn man auf YouTube streamt. Du kannst zurückspulen. Und anschauen, wie was vorher war. So, das war 8-1. Dann bin ich jetzt zu 8-2. Wo ich auch wieder ihn benehmen. Außer Gründin. Gott, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie gerne ich tatsächlich stellenweise die Story überspringen würde. Einfach bloß damit wir ein bisschen vorankommen. Aber dann wäre das doch ziemlich überhaupt keinen Sinn. Der ganze Spaß hier. Würde irgendwie den Sinn verfehlen von einem quasi Let's Play. Wo ich stellenweise mehr das Gefühl habe, dass es mehr so Richtung The Show geht, wenn man bedenkt, dass ich hier hauptsächlich Story zeige. Und die Kämpfe da hingegen nicht so lang sind. Interessanter finde ich ja später noch die Shinjuku-Parts und sowas. Gott. Ich meine, das Lied passt zwar jetzt gerade irgendwie zu Blackbeard und sowas, aber ich habe mir jetzt mal einen Schauer beim Rücken. Besser. Ich freue mich ja schon nachher aufs Rendern. Ich weiß gar nicht, was er hat, so sieht es gar nicht aus. Ist im Vollzug noch gut in Schuss. Und hey, gerade er müsste doch wissen, auf alten Schiffen nicht man segeln. Ach hey. Nicht, dass er irgendwann die Chance dazu bekommen würde. Muss man mal dazu sagen. Na gut. Dann rollt wenigstens ein Kopf mehr. Nein, ja. Das wäre so klar. Könnte jetzt nach hinten losgehen, aber... Schauen wir mal. Ja, passt schon. Ich muss kurz was gucken.
ist. So. Ich glaube, wenn ich nachher Jan mache, irgendwann bei Part 50 oder so von Showcase, muss ich sogar zwei Seiten für empfohlene Nobel, empfohlene Crafting Essenzen reinprügeln. Das ist ganz witzig. Sehr schön, gerade fürs Endgame quasi. Also vorletzte Stage und so. Das fand ich gut. So, und jetzt sieht man, warum ich ihn mit reingenommen habe. Weil wir auch einen Teach da haben, mal wieder. Sehr gut, zum Glück, dass der Penner auch überhaupt nicht nervig ist.